gefährlich sind Pestizide? Und geht es in der modernen Landwirtschaft überhaupt ohne? Quarks wollte es genau wissen und hat zwei Landwirte in NRW über ein ganzes Jahr lang begleitet. Einen konventionell wirtschaftenden Landwirt und einen Biobauern. Beide hatten zu kämpfen, zum Beispiel mit Schädlingsbefall. Wir haben hier alle Krankheiten und Schädlinge im Kartoffelbestand, die der Bauer eigentlich nicht will. Außerdem war das gesamte Jahr viel zu trocken. Wir brauchen also unbedingt den Regen, der jetzt kommen muss. Von solchen Problemen bekommen die Verbraucher meist nichts mit. Wo das Gemüse herkommt, wie es behandelt wurde, sieht man ihm nicht an. Wenn ich sehe, wie schön die Ware da liegt, schöne Möhren oder so, dann frage ich nicht lange, wo kommen sie her oder so. Dann kaufe ich das einfach. Wie viele Pestizide landen auf unseren Tellern? Jetzt in Quarks. Willkommen bei Quarks. Unsere Gemüseregale im Supermarkt sind prall gefüllt. Dank Landwirtschaft. Dabei werden Labels wie Bio oder aus unserer Region immer beliebter. Doch der Anteil der ökologisch genutzten Flächen in Deutschland, der betrug 2018 gerade mal 9,1%. Die meisten Gemüsebauern in NRW arbeiten konventionell. Das heißt mit Pflanzenschutzmitteln, mit Pestiziden. Doch wie sieht es da wirklich aus mit Gesundheitsrisiken oder mit dem Insektensterben? Wir gehen der Sache auf den Grund und haben dazu zwei Landwirten ein ganzes Jahr lang über die Schulter geschaut. Frühling in Niederkrüchten am Niederrhein. Biolandwirt Willi Bolten kämpft mal wieder gegen das Unkraut. Scheiß Spröcke. Hier hat jemand die Spindel kaputt gemacht. Willi Bolten hat sich für einen Betrieb ohne chemisch-synthetische Pestizide entschieden. Aber auch er braucht Strategien, damit sein Gemüse möglichst gut wächst. Also so ideal hätte ich mir gar nicht träumen lassen. Sein Hof ist ein Familienbetrieb mit 11 Mitarbeitern. Ihnen steht ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen bevor. Schädlingsbefall und ein viel zu trockenes Frühjahr. Und das Unkraut gefährdet Kartoffeln, Kohl und die anderen Gemüsesorten, die Willi Bolten im Herbst ernten will. Ein anderer Hof und ein anderer Landwirt. Bernd Schmitz-Lothmann baut in Bedburg bei Köln Gemüse für die Lebensmittelindustrie an. Nicht bio, sondern konventionell. Archäologische Fundstücke von seinen Feldern erinnern ihn immer wieder daran, dass er Verantwortung für seinen Boden trägt. Für mich ist das immer sehr erbauend, wenn man sieht, dass das schon Generationen vorher hier über den Acker gelaufen sind oder auch gelebt haben. Auch ihm steht ein hartes Jahr bevor. Auf ein viel zu trockenes Frühjahr folgt ein heißer Sommer. Seine Pflanzen kriegen zu wenig Regen ab. Mal wieder. Der Landwirt baut im großen Stil an. Seine Produkte müssen den Anforderungen der Industrie entsprechen. Und dabei noch günstig sein, wegen billiger Konkurrenz aus dem Ausland. Dafür nutzt er auch die zugelassenen Pestizide. Ja, Stefan. Wären kleine Pommes, ne? Wären nicht rückengeeignet. Weil der Verbraucher möchte große, lange Pommes haben. Wenn die Ware die Kriterien nicht erfüllt, dann wird sie aussortiert. Seit einigen hundert Jahren wird hier Gemüse angebaut. Heute steht Schmitz-Lothmanns Betrieb unter Druck. Klimawandel, Kosten, strengere Auflagen und auch gesellschaftliche Erwartungen machen dem konventionellen Landwirt zu schaffen. Wie schwierig es ist, eine Kulturpflanze wie die Kartoffel gesund durchs Jahr und bis zur Ernte zu bringen, das weiß jeder Landwirt. Denn die Pflanzen sind ja nicht alleine auf dem Acker. Da wären zum Beispiel unerwünschte Unkräuter, gegen die helfen Herbizide. Auch Insekten können die Pflanzen anknabbern. Dagegen hat der Landwirt dann Insektizide. Und auch Pilze können den Pflanzen zu schaffen machen, ja sogar bis zu Ernteausfällen führen. Dagegen helfen dann Fungizide. Es gibt auch noch mehr Wirkstoffe, zum Beispiel gegen Bakterien oder gegen Nagetiere. Der Überbegriff heißt Pestizide. Und derzeit sind in Deutschland 916 verschiedene Pestizide zugelassen. Die hat der konventionelle Landwirt also alle zur Verfügung. Der Biolandwirt, der darf nur biologisch abbaubare Wirkstoffe benutzen. Zum Beispiel gibt es da ein Fungizid in Form von Kupfer oder den sogenannten Bacillus thuringiensis. Das ist ein natürlich vorkommendes Bakterium, das die Larven einiger Insekten tötet.
Der Biobauer spritzt also auch, hat aber nicht so viel Auswahl und muss sich deswegen etwas einfallen lassen. Mitte April bereitet Biobauer Willi Bolten seinen Acker für die Aussaat vor. Mit einem sogenannten Grubber will er den Boden erst auflockern und dann wieder leicht verdichten. Eigentlich wäre der Boden jetzt für die Aussaat bereit, aber das macht Bolten noch lange nicht. Er lässt den Acker 2 Wochen lang in Ruhe. Für einen Trick. 14 Tage später schaut Willi Bolten nach. Tatsächlich, auch ohne Aussaat ist etwas gewachsen. Aber nur Unkraut. Wenn mein gesamter Acker so wäre wie hier, dann würde ich schier verzweifeln. Alle Kulturpflanzen haben Probleme mit Unkräutern. Unkräuter sind in der Lage, den Pflanzen Nährstoffe, Licht, und zwar in einem Ausmaß wegzunehmen, dass sie sie komplett ersticken. Unkraut in den Griff zu bekommen, war die Hauptherausforderung, seit es Ackerbau gibt, seit 12.000 Jahren. Und jetzt sind wir in der Lage, die Methoden zu verfeinern. Mit scharfen Klingen will er dem Unkraut zu Leibe rücken. Von seinem Sitz aus, am Ende des Gespanns, hat er alles im Blick. Der Biobauer kontrolliert, dass die Klingen seiner selbstentwickelten Maschine nur wenige Zentimeter in den Boden eindringen. Das ist wichtig, denn sonst würden neue Unkrautsamen zum Keimen an die Oberfläche gelangen. So, das ist jetzt hier so der Idealfall. Hier ist es tatsächlich gelungen, wirklich das Unkraut von seiner Wurzel zu trennen, praktisch zu enthaupten. Noch besser klappt der Trick, wenn die Keimlinge kleiner sind. Wenn es eine Stunde in der Sonne liegt, vertrocknet es und stirbt. Das ist eigentlich das ideale Stadium, in dem man Unkraut bekämpfen muss. Auch der konventionelle Landwirt Bernd Schmitz-Lothmann ist schon früh im Jahr unterwegs, um den Zustand des Bodens zu prüfen. Wichtig ist, dass er viel Humus enthält. Humus bindet Wasser, Humus setzt Nährstoffe frei. Humus regt das Bodenleben an, Regenwürmer und Kleinmikrowesen, die hier im Boden sind, die werden dadurch angeregt, die haben eine Futterquelle. Und dieser humusreiche Boden bekommt heute zusätzlichen Dünger, ein Gemisch aus Stroh, Pferdemist und etwas Gülle. Denn mit jedem Anbau werden dem Boden Nährstoffe entzogen. Das ist nicht nur wichtig für den Gemüseanbau, Nährstoffe sorgen auch für einen lebendigen Boden. Das ist eigentlich das Schönste, was uns Ackerbauern passieren kann. Die Regenwürmer durchlockern den Boden. Es kommt ein Luftaustausch, Sauerstoffzufuhr in den Boden rein, was für die Pflanzen auch sehr wichtig ist. Und letztendlich führt auch dazu, dass, wo Regenwurmgänge sind, das Wasser, wenn es mal zu sehr auf dem Acker steht, auch versickern kann. Deswegen sind wir Ackerbauern so sehr daran interessiert, dass wir ein intaktes Bodenleben haben. Und der Regenwurm ist hier sehr, sehr wertvoll. Auf diesem Acker sollen bald Zuckerrüben wachsen. Zum ersten Mal nach 5 Jahren. Deswegen stehen hier noch die Reste von anderen Pflanzen, sogenannte Zwischenfrüchte. Sie sorgen für bessere Erträge. Hier habe ich eine Pflanze, eine Zwischenfruchtpflanze, die jetzt überwintert hat. Sie sehen hier ein sogenannter Rettich. Dieser Rettich dient unter anderem dazu, dass der Boden durchwurzelt wird. Aber er dient auch als Wirkung durch seine Wurzelausscheidungen gegen gewisse Schaderreger, zum Beispiel Nematoden im Rübenanbau. Und alle anderen Pflanzen sind schon abgestorben. Hier war also Hafer mit eingesät, hier war eine Leguminose mit eingesät. Leguminosen sind Pflanzen, die Stickstoff aus der Luft binden und den wichtigen Pflanzennährstoff in den Boden bringen. Jetzt aber werden die Reste dieser Zwischenfrüchte nicht mehr gebraucht. Bauer Schmitz-Lothmann pflügt deshalb den Boden nur an der Oberfläche mit einem sogenannten Grubber. Und damit häckselt er die letzten Pflanzenreste der Zwischenfrüchte. Er hätte gerne schon früher gepflügt, doch die Umweltauflagen der EU verbieten das. Die Ackerflächen sollen vor Erosion geschützt werden und Tieren Rückzugsfläche und Nahrung bieten. Die Hoffnung des Landwirts ist jetzt, dass die Pflanzenreste der Zwischenfrüchte nicht wieder anwachsen, sondern vertrocknen. Und der Landwirt auf Unkrautvernichter verzichten kann. Leider ist der Plan nicht aufgegangen, denn am Nachmittag gab es etwas Regen, genug, damit die kleinen Unkrautpflanzen wieder anwachsen konnten. Unser Landwirt musste dann doch ein Unkrautvernichtungsmittel spritzen, und zwar das bekannteste, Glyphosat. Glyphosat tötet Pflanzen, indem es einen ihrer Stoffwechselwege angreift, den wir Menschen gar nicht haben. Trotzdem gibt es in letzter Zeit beunruhigende Nachrichten.
wahrscheinlich krebserregend für den Menschen, lautet das Urteil der Internationalen Agentur für Krebsforschung. Doch die Gutachter sind sich nicht einig, denn alle anderen Behörden, darunter auch das Deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung, kommen zu dem Urteil nicht krebserregend. Bis diese Frage durch weitere Studien geklärt ist, gibt es aber guten Grund, nicht in Panik zu verfallen. Denn die krebserregenden Befunde wurden im Labor bisher nur dann beobachtet, wenn es extrem hohe Dosen an Glyphosat waren, denen wir noch nicht mal ansatzweise ausgesetzt sind. Trotzdem wird derzeit diskutiert, ob man Glyphosat verbieten sollte oder den Gebrauch weiter einschränken sollte. Die Zulassung in Europa läuft noch bis 2022. Bis dahin sollten wir die Forschung genau im Auge behalten. Bei unseren Landwirten geht es jetzt weiter mit der Pflanzung der Kartoffeln. Es ist Ende April. Auf dem Hof von Bernd Schmitz-Lothmann werden die Kartoffeln gepflanzt. Stefan Schmitz, sein Neffe, übernimmt das heute. Die Knollen wurden in den letzten Wochen gelagert und konnten dabei schon ein wenig keimen. GPS-gesteuert und fast vollautomatisch platziert die Maschine das Saatgut im Boden und zieht dabei zentimetergenau einen akkuraten Damm. Zwischendurch muss Stefan Schmitz kontrollieren, ob die Saatkartoffeln tief genug eingegraben sind und ob sie im richtigen Abstand liegen. Mindestens 60 Tonnen perfekte Kartoffeln muss der konventionelle Landwirt aus einem Hektar ernten. Nur so lohnt sich die Arbeit überhaupt. Denn die Frittenindustrie kauft nur Ware, die groß genug und gesund gewachsen ist. Und deshalb ist bereits das Saatgut mit Pflanzenschutz gebeizt. Die Kartoffel sieht man eine leichte Rosa- oder Rotfärbung. Das hängt damit zusammen, dass die Kartoffel mit Nährstoffen und auch einem Insektizidschutz vorbehandelt ist, um Schädlingen, die im Boden sind, wie zum Beispiel Drahtwurm, vorzubeugen. Das wird bei Speisekartoffeln wie auch bei Pommes frites-Kartoffeln gemacht. So vorbereitet kommt die Saatkartoffel in den Boden, damit sich die Kartoffeln im nächsten halben Jahr gut entwickeln können. Der Biobauer pflanzt seine Kartoffeln übrigens genauso, wie wir es gerade gesehen haben. Nur der wichtige Unterschied, die Bio-Pflanzkartoffeln, die kommen unbehandelt in den Boden, also ohne diese lila Färbung. Pestizide sind übrigens keine Erfindung der modernen Landwirtschaft. Die Angst vor Missernten hat ihre Entwicklung schon früh angetrieben. In der Antike zum Beispiel verwendete man Pestizide wie Schwefel, Arsen oder bestimmte Öle. Im Mittelalter wurde das dann ein bisschen skurril. Da wurde Pflanzenschutz betrieben durch Exorzismus von Mäusen, Ratten oder Heuschrecken oder Verbannung der Schädlinge per Kirchenbeschluss. Doch dann kam mit dem 17. Jahrhundert zum Glück die Epoche der Aufklärung und der Naturwissenschaften. Das Mikroskop wurde erfunden und endlich konnte man die Pflanzen und ihre Schädlinge systematisch untersuchen. Und mit ihnen auch die Pestizide. Die Entwicklung der Pestizide nimmt im 18. Jahrhundert so richtig Fahrt auf. Schnell entsteht ein großer Pestizidmarkt für Arsen, Schwefel und Schwermetallsalze wie Blei, Kupfer und Quecksilber. Doch viele der Stoffe sind hochgiftig. Viele Bauern und Nutztiere erkranken. Einige sterben sogar. Um das zu verhindern, erlassen verschiedene Länder um 1820 Verordnungen. Damit soll vor allem die Gesundheit der Bauern geschützt werden. Umweltschutz spielt damals noch keine Rolle. Aber durch die Pestizide steigt der Ertrag von rund 400 Kilogramm auf gut eine Tonne Weizen pro Hektar. Doch immer wieder gibt es auch Rückschläge. Eine Pilzkrankheit an der Kartoffel zum Beispiel führt in Irland zu katastrophalen Ernteausfällen. Über 1 Million Menschen verhungern. 1,5 Millionen Iren müssen auswandern. Und auch weltweit kommt es weiterhin zu schlimmen Hungersnöten. So sterben zum Beispiel in den Jahren 1876 bis 1879 in China rund 11 Millionen Menschen. Neue Pestizide, moderne Anbaumethoden und Erntemaschinen bringen Hoffnung. Wo 50 Jahre zuvor nur gut eine Tonne Weizen pro Hektar geerntet wurde, sind es jetzt rund 1,8 Tonnen. Der Ertrag wird dringend gebraucht. Denn die Bevölkerung wächst weiter. Und Kriege drohen. Die Landwirtschaft wird immer mehr zur Industrie.
Immer größere Felder brauchen noch spezielleren und effektiveren Pflanzenschutz. Der Schweizer Chemiker Paul Hermann Müller entdeckt 1939, dass das Präparat DDT für Insekten hochgiftig ist und für Säugetiere und Menschen auf den ersten Blick nicht. DDT wird schnell zum Kassenschlager. Es sorgt zusammen mit neuen Pestiziden und immer besseren Anbau- und Erntetechniken dafür, dass die Erträge in den 50er und 60er Jahren weltweit weiter steigen. Jetzt können etwa 3,5 Tonnen Weizen pro Hektar geerntet werden. Erst in den 1960er Jahren wird immer mehr klar, dass Pestizide gefährlich sein können. Jetzt warnen Biologen weltweit vor schwerwiegenden Folgen. DDT steht im Verdacht, für Menschen krebserregend zu sein und führt zu einem dramatischen Rückgang von Vögeln und anderen Tieren. Der Druck ist so groß, dass DDT zunächst in den USA, später auch in Deutschland verboten wird. Andere Wirkstoffe bleiben erlaubt und immer wieder neue werden entwickelt. Die Pestizide werden immer wirksamer und die industrialisierte Landwirtschaft immer produktiver. 1977 liegt der Ertrag bei 4,5 Tonnen Weizen pro Hektar. Und bis zum Jahr 2000 kann er weiter gesteigert werden. Auf sage und schreibe rund 7,7 Tonnen. Einen großen Anteil daran haben die mittlerweile 287 zugelassenen Pestizidwirkstoffe. Nur im Dürrejahr 2018 bricht der Ertrag erstmals ein. Auf 6,4 Tonnen pro Hektar. Wenn es um den Klimawandel geht, helfen auch die wirksamsten Pestizide nichts. Der DDT-Skandal ist eng mit dem Namen Rachel Carson verbunden und diesem Buch, Silent Spring. Hier beschreibt die Biologin zum ersten Mal den Zusammenhang zwischen Pestiziden und der Nahrungskette. Und sie warnt vor einem drastischen Rückgang der Artenvielfalt. Und das schon 1962. Heute wissen wir, ja, viele Pestizide haben Einfluss auf die Artenvielfalt. Ökolandbau hingegen ist förderlich, weil hier weniger chemisch-synthetische Pestizide genutzt werden, insgesamt weniger Pestizide und weil auch weniger gedüngt wird. Das kann man sogar an den Zahlen sehen. Eine Studie hat gezeigt, dass man auf Bioäckern mehr Feldvögel findet, nämlich 35% mehr. Auch bei den blütenbestäubenden Insekten sah es gut aus. Hier waren es 23% mehr. Und die Pflanzenvielfalt, die war auf Bioäckern sogar 95% höher als auf konventionellen Äckern. Dafür müssen sich die Biolandwirte aber ganz schön viel Arbeit machen. Es ist Anfang Mai. Vor einigen Tagen hat auch Biobauer Willi Bolten seine Kartoffeln gepflanzt. Jetzt muss er Unkraut bekämpfen. Herbizide darf und will er nicht einsetzen. Und so hat er eine einfache, aber aufwendige Strategie. Die Kartoffeln, die suchen wir uns jetzt mal. Die stecken in diesem Damm. Die sind schon gelegt worden. Und ich muss Sie sehen auch schon das erste Unkraut. Und hier versuchen wir gar nicht erst das Unkraut auszureißen, sondern wir verschütten es einfach. Also verschütten ist eine Strategie im ökologischen Landbau. Und dieses Unkraut, wenn ich dem jetzt, wenn das so da steht, wenn ich dem jetzt auch nur noch mal diese Handvoll Erde drauf mache, dann ist vorbei. Ja. Doch laut Willi Bolten ist diese Unkrautbekämpfung doppelt so aufwendig wie Spritzen. Einer von vielen Gründen, warum die Bio-Kartoffel deutlich teurer ist als die konventionelle. Also die Kosten summieren sich einfach aufgrund des gesamten Anbausystems, das auch voraussetzt, dass der Boden Jahre der Ruhe hat. Und diese Jahre kosten eigentlich das meiste Geld. Denn in diesen Jahren der Ruhe kann der Biobauer mit dem Acker kein Geld verdienen. Willi Bolten hält den Preisvergleich zwischen Bio und konventionell ohnehin für problematisch. Wenn der konventionelle Kartoffelmarkt völlig unter Druck gerät und da die Bauern unter Kostpreis abliefern müssen, dann sind unsere Kartoffeln mehr als doppelt so teuer. Aber wenn sie auch schon, wenn alle ihre Kosten, die sie eigentlich haben, also auch die Umweltkosten, wenn die enthalten wären im konventionellen Preis, dann vielleicht 10% oder weniger. Ob sich die aufwendige Arbeit wirklich lohnt, das wird sich im Lauf des Sommers zeigen. Und drumherum schon ganz viel Unkraut. In der konventionellen Landwirtschaft sieht die Unkrautbekämpfung anders aus. Noch bevor die Kartoffelpflanze aus dem Boden sprießt, kommt ein Herbizidgemisch mit verschiedenen Wirkstoffen auf den Acker. Die Sicherheitsbestimmungen dafür erfordern Handschuhe und sauberes Arbeiten.
Etwas mehr als ein Liter des Herbizids reicht, um eine Fläche von etwa 3 Fußballfeldern unkrautfrei zu halten. Danach müssen alle verwendeten Gefäße gründlich gespült werden, einschließlich der leeren Herbizidflasche. Bernd Schmitz-Lothmann ist spät dran mit der Unkrautbekämpfung. In den letzten Wochen war das Wetter nicht günstig fürs Spritzen. Vor allem war es zu windig. Denn das Herbizid darf auf keinen Fall auf andere Felder oder die empfindlichen Blühstreifen mit ihren Bewohnern wehen. Es würde dort großen Schaden anrichten. Der Spritzwagen vernebelt das Herbizid extrem fein. So bildet sich ein dünner Film auf dem Acker. Und auch jetzt muss das Wetter stabil bleiben, sonst muss erneut gespritzt werden. Die Keimlinge werden in den nächsten Tagen durch den Herbizidfilm hindurchwachsen. Dabei nehmen sie das Herbizid auf und sterben ab. Die Kartoffelpflanze selbst ist unempfindlich gegen das Mittel. Sie wird weiter wachsen. Im Mai und Juni entscheidet sich dann, wie viele Kartoffeln jede einzelne Pflanze hervorbringt. In dem Zeitpunkt von der Aussaat im April bis Juni hat unser konventioneller Bauer Bernd Schmitz-Lothmann einmal gegen Unkraut und 4-mal gegen Pilze gespritzt. Biobauern müssen sich da etwas anderes einfallen lassen. Es ist Juli geworden. In den letzten Wochen hat es hier am Niederrhein zwar wenig, aber gerade noch genug geregnet. Willi Bolten und sein Sohn schauen heute nach den Kartoffeln. Einige Pflanzen haben einen leichten Pilzbefall, was man an den verdorrten Blättern sehen kann. Und an einigen krabbeln Kartoffelkäfer. Wir haben hier alle Krankheiten und Schädlinge im Kartoffelbestand, die der Bauer eigentlich nicht will. Und trotzdem haben wir einen ganz schönen Ertrag. Mit bis zu 45 Tonnen pro Hektar rechnen die beiden. Zu verdanken haben sie das unter anderem einem umstrittenen Biofungizid, Kupfer. Es ist in Verruf gekommen, weil man in den 50er Jahren, ich sag mal, 70 Kilo pro Jahr jedes Jahr angewandt hat. Und die EU-Verordnung sieht 6 Kilogramm pro Jahr alle 4 Jahre vor. Die Bioland-Richtlinien maximal 3 Kilogramm alle 4 Jahre. Und wir liegen vielleicht bei so 1500 Gramm höchstens. Haben aber hier einen Fehler gemacht. Hier hätten wir eher fahren müssen und nicht so sparsam sein müssen. Mehr Kupfer hätte den Pilz womöglich verhindert. Doch bei Überdosierung reichert sich das Schwermetall im Boden an. Es ist in den Mengen, in denen es in den 50er, 60er Jahren ausgebracht wurde, schädlich für die Regenwürmer. In den Mengen, in denen wir es jetzt ausbringen, macht es höchstwahrscheinlich gar nichts. Auf einem Acker nebenan müssen die Biolandwirte handeln. Der Kohl ist von den Larven des Kohlweißlings befallen. Nützlinge wie Schlupfwespen gibt es kaum. Was die Landwirte jetzt spritzen, sind keine Pestizide, sondern ein natürlicher Feind der Schädlinge. Bacillus thuringiensis, ein Bakterium, das die Raupen des Kohlweißlings von innen abtötet. Um Resistenzen bei den Schädlingen zu verhindern, setzt Willi Bolten den Bacillus aber nur alle paar Jahre ein. Biologischer Pflanzenschutz ist allerdings nicht so effektiv wie chemischer. Im Bioanbau besteht immer ein Risiko für einen mehr oder weniger großen Ernteverlust. Ernteverluste will auch der konventionelle Landwirt verringern, mit chemischem Pflanzenschutz. Die Kartoffelpflanzen auf dem Acker von Bernd Schmitz-Lothmann sehen prächtig aus. Zwischen den Reihen ist kein Unkraut zu sehen. Und wie steht es um die Kartoffeln? Sehr trocken hier heute. Die Kartoffeln haben einen sehr hohen Ansatz, sind sehr viele Knollen dran. Ist auch eine schöne Entwicklung, aber man erkennt jetzt schon aufgrund der Trockenheit, gibt es doch auch Unterschiede in der Knolle. Es gibt größere, es gibt auch kleinere. Wir brauchen also unbedingt den Regen, der jetzt kommen muss. Sonst nimmt ihm die Pommes-Frites-Industrie die Ware nicht ab. Dem Landwirt droht allein auf diesem Feld ein Verlust von rund 50.000 Euro. Seine Pflanzen müssen trotz Trockenheit unbedingt gesund bleiben. Deshalb hat er erst gestern gegen Pilzkrankheiten gespritzt. Zusätzlich haben wir gestern auch noch einen Blattdünger mit eingebracht, weil aufgrund der Trockenheit die Kartoffel natürlich kaum Nährstoffe aus dem Boden ziehen kann. Neben dem Klima gibt es für ihn aber noch weitere Probleme. Die Vorgaben der Lebensmittelindustrie, des Marktes und der gesellschaftliche Druck. Wir Landwirte haben immer nur die Aufgabe, die heile Umwelt zu produzieren. Das wollen wir auch und ich glaube, dass wir eine intakte Umwelt haben,
ganz gewiss. Wir machen auch viele Maßnahmen, mittlerweile auch die Landwirte selber. Aber man muss auch honorieren. Die Gesellschaft kann nicht den heimischen Landwirten Auflagen aufbürden und macht die Augen zu, wenn die Produkte aus dem Ausland kommen. Und das, glaube ich, diese Wettbewerbsverzerrung, die muss diskutiert werden. Darüber muss man diskutieren. Ja, unsere Landwirte müssen sich durchsetzen gegen die internationale Konkurrenz. Das heißt, möglichst viel und möglichst billig produzieren. Das funktioniert nicht nur dank Subventionen, sondern eben auch dank Pestiziden. Hier sehen wir, wie intensiv verschiedene Kulturpflanzen mit Pestiziden behandelt werden. Und Sie sehen, die Kartoffel ist besonders pestizidintensiv. Denn allein gegen Pilze wird sie in einem Jahr oft 7 oder 8 Mal gespritzt. 2018 war es bei den Kartoffeln etwas weniger, denn es war ein sehr trockenes Jahr. Und Trockenheit macht nicht nur Pflanzen zu schaffen, sondern vor allem auch Pilzen. Aber ansonsten ist die Pestizidmenge relativ konstant. Was bedeutet das jetzt für die Umwelt? Pestizide sind für den Acker bestimmt. Aber sie so auszubringen, dass sie dort bleiben, ist nahezu unmöglich. Welches Risiko stellen sie für die Umwelt dar? Die Pflanzenschutzverordnung der EU schreibt für neue Pestizide die Prüfung auf Giftigkeit vor. Für Mensch, Tier und Umwelt. Zuerst muss die EU den Wirkstoff zulassen. Fertige Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff werden national zugelassen. Zulassungsstelle in Deutschland ist das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Es bezieht das Umweltbundesamt, das Julius-Kühn-Institut und das Bundesamt für Risikobewertung mit ein. Alle Institutionen stützen sich bei der Beurteilung auf vorhandene Studien, aber insbesondere auf Studien, die vom Hersteller selbst beauftragt wurden. Matthias Lies forscht seit vielen Jahren, welche ökologischen Folgen Pestizide haben. Das Zulassungsverfahren sieht er kritisch. Aus seiner Sicht basiert es zu sehr auf theoretischen Modellen. Das ist auch das Problem der Risikobewertung, dass die Risikobewertung dann doch im Wesentlichen im Labor und am Schreibtisch stattfindet und dass das im Allgemeinen gar nicht draußen untersucht wird. Was sehen wir denn jetzt eigentlich? Was passiert denn eigentlich? Und wenn man mal nach draußen geht, dann sieht man, dass es eben sehr, sehr starke Effekte gibt, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was in der Risikobewertung eigentlich erhofft wird. Hinzu kommt, einige kritische Stoffe sind noch auf dem Markt, obwohl ihre Zulassung abgelaufen ist. Der Grund? Die Behörden brauchen zu lange für die neue Prüfung. Und weil sie zu lange brauchen, bekommen die Spritzmittel eine Verlängerung. Laut Recherchen der WDR-Sendung Monitor betrifft das 112 Pestizide, deren Zulassung auf diese Art verlängert wurde. Sie machen 23% aller Zulassungen aus. Fast ein Viertel. Außerdem zeigen Untersuchungen immer wieder, dass die Stoffe viel langlebiger sind als von den Herstellern angegeben. Und dass viele Äcker durch einen Mix verschiedener Pflanzenschutzmittel belastet sind. Berlin-Marienfelde. Wie genau wirken sich Pestizide auf die Umwelt aus? Das wollen die Wissenschaftler des Umweltbundesamtes hier herausfinden. Mithilfe von künstlichen Ökosystemen, sogenannten Mesokosmen. Eine Anlage deutlich naturnäher als der Laborversuch, aber kontrollierter als der Feldversuch. Experimente konnten hier zum Beispiel zeigen, dass bestimmte Herbizide deutlich länger in Gewässern nachweisbar sind als bisher angenommen. Diese künstlichen Gewässer liefern wichtige Erkenntnisse über die Zusammenhänge in sensiblen Ökosystemen. Es kann auch sein, dass eine Art verschwindet, obwohl sie direkt vielleicht gar nicht vom Wirkstoff betroffen ist. Aber weil das Futter nicht mehr da ist, verschwindet dann auch der entsprechende Räuber dazu. Und insofern bietet so eine Untersuchung in einem Mesokosmos deutlich komplexere Antworten. Aber es ist natürlich auch viel mehr Arbeit, diese Daten auszuwerten und vor allem richtig auszuwerten. Es ist der Versuch, die großen Unbekannten zu finden, wenn es um die tatsächlichen Auswirkungen von Pestiziden auf natürliche Ökosysteme geht. Ein riesiger Forschungsaufwand, finanziert nicht etwa von den Herstellern der Pestizide, sondern mit Steuergeldern. Das Umweltbundesamt versucht auch zum ersten Mal im Freiland, die realen Einträge in kleine Gewässer zu ermitteln. An 70 Standorten in ganz Deutschland haben Forscher Messungen in kleinen ackernahen Gewässern durchgeführt. Und zwar nach Regenfällen.
Dann nämlich ist die Gefahr besonders groß, dass die Pestizide von den Feldern in die umliegenden Gewässer gespült werden. Die ersten Ergebnisse liegen bereits vor. In fast allen Gewässern in ganz Deutschland, können wir sehen, haben wir eine Überschreitung der eingetragenen Pestizide. Und zwar nicht nur um den Faktor 2 oder 3, sondern um den Faktor 10 in vielen Fällen. Auf der anderen Seite die Frage, was macht denn das in Gewässern? Käfer, Schnecken und also ein Getier, diese ganze Gewässerlebensgemeinschaft, die wird sehr, sehr stark beeinträchtigt. Und beeinträchtigt heißt, dass alle empfindlichen Arten im Prinzip verschwinden. Eine ökologische Katastrophe und ein Alarmzeichen auch für uns Menschen. Denn die Pestizide sickern auch ins Grundwasser. Und welche Effekte diese Pestizide im Grundwasser haben? Das ist noch weitgehend unbekannt. Also auch hier fehlt noch Forschung. Pestizide sind übrigens keine menschliche Erfindung, sondern auch Pflanzen nutzen Pestizide, Chemikalien, um sich vor Schädlingen zu schützen. Der Walnussbaum zum Beispiel schützt sich vor anderen Pflanzen, die ihm Wasser oder Nährstoffe wegnehmen könnten, indem er ein Herbizid produziert und über seine Wurzeln in den Boden schickt. Die Zwiebel, die weiß sich vor Schnecken oder kleinen Nagetieren zu schützen, durch schwefelhaltige Verbindungen. Die kennen wir auch, wenn unsere Augen anfangen zu tränen, wenn wir Zwiebeln schneiden. Oder die Tabakpflanze, die schützt sich vor Insekten durch Nikotin. Nikotin ist ein starkes Nervengift und viele moderne Pflanzenschutzmittel, die sogenannten Neonicotinoide, basieren darauf. Die sind besonders gefährlich für Insekten. Unsere Kartoffelpflanze, die enthält natürlicherweise übrigens auch kleine Mengen an Nikotin. Und damit kommen wir jetzt zurück zu unseren beiden Bauernhöfen. Dort ist jetzt nämlich Erntezeit. Kartoffelernte in Niederkrüchten. Endlich. Willi Bolten und seine Familie haben lange gewartet auf das richtige Wetter. Denn vor dem Verladen müssen die Kartoffeln ein paar Stunden in der Sonne liegen, sonst faulen sie. Bisher war die Erde immer zu nass. Und der nächste Regen hat sich auch schon angekündigt. Problem ist, durch den anhaltenden Regen ist die Erde nicht so schön siebfähig. Und deshalb müssen wir jetzt einfach auch langsamer fahren. Aber die Sonne scheint, wir sind guter Dinge, sie alle noch ernten zu können. Mit der Ausbeute in diesem Jahr sind die Bolten sehr zufrieden. Auf diesem Acker gibt es sogar genauso viele Kartoffeln wie auf einem guten, konventionell bewirtschafteten Acker. Aber die Qualität entspricht oft weder seinen Vorstellungen noch denen des Marktes. Abtrocknen müssen sie natürlich auch noch mal deutlich stärker, ja, bevor wir sie einsammeln. Hier haben wir dann gleich mehrere Probleme. Die Kartoffel ist zu groß, sie hat aber auch Innenmängel. Ja, das war unter Umständen der Drahtwurm, ein ganz kleiner, die Larve des Kartoffelschnellkäfers, die sich drin reingebuddelt hat. Eigentlich wäre ja so eine Kartoffel genauso gut wie eine schön gewachsene, aber die ist einfach nur zu dick. Ja. Also die dürfen nur bis 65 mm Durchmesser haben. Das sind Handelsnormen, die der Einzelhandel vorschreibt. Man kann den schwarzen Peter auch nicht nur dem Handel zuschreiben. Es ist letztendlich auch der Verbraucher, der ein einheitliches Bild haben will. Nicht eine ganz dicke Kartoffel im Netz und eine ganz kleine. Und wenn das nicht schön aussieht, wird es einfach nicht gekauft. Da muss noch mehr Überzeugungsarbeit geleistet werden. Auch die Kartoffeln beim konventionell wirtschaftenden Landwirt sind erntereif. Anders als beim Biobauern sind die Kartoffelpflanzen hier nicht von alleine abgestorben. Ein Pestizid, das Wachstum hemmt, wurde kurz vor der Ernte auf die Pflanzen gesprüht, um die Ernte zu erleichtern. Damit sie bei der Lagerung nicht keimen, wurden sie mit einem weiteren Pestizid besprüht. Aber dieses Mittel ist schon bald verboten. Das macht es nicht einfacher für den Landwirt. Am besten laufen wir mit Gummistiefeln und zupfen das Unkraut mit der Hand. Aber wir verkennen einfach, dass der Auftrag ja ist, dass wir nachhaltige Lebensmittel erzeugen, dass wir preiswerte Lebensmittel erzeugen. Und wir haben Bedingungen, die das einfach immer mehr erschweren. Etwa die Hälfte seiner Kartoffeln ist dieses Jahr zu klein. Für die Pommes frites-Industrie ungeeignet. Jetzt muss er sich auf die Suche nach neuen Abnehmern machen. Es war kein gutes Kartoffeljahr für die meisten Landwirte. Viele der Kartoffeln wurden einfach nicht groß genug, weil es viel zu trocken war. Das sieht man auch an den Niederschlagsmengen. In den Sommermonaten Juni, Juli, August fielen 2018
115 Liter pro Quadratmeter, 2019 146 Liter pro Quadratmeter. Wie wenig das ist, das sieht man, wenn man das vergleicht mit dem Mittel der Jahre 1961 bis 1990. Da waren es nämlich 243 Liter pro Quadratmeter. Der einzige Vorteil dieser Trockenheit ist, dass man weniger Fungizide gegen Pilze spritzen muss. Vor der Einlagerung muss der konventionelle Landwirt die Kartoffeln nochmal behandeln, und zwar gegen vorzeitige Keimung. Wir haben ja vorhin schon drüber geredet, dass die Kartoffel sehr pestizidintensiv ist. Da fragt man sich natürlich, wie viel davon landet auf unseren Tellern? Familie Kassing aus Oberhausen kauft gerne auf dem Markt ein. Hier kommt das Gemüse aus der Region. Wir hatten uns mal interessiert, das sind keine Bio-Kartoffeln, ne? Oder sind das Bio-Kartoffeln? Nein, nicht direkt. Also die, wenn ein bisschen behandelt sind sie. Ja? Da mache ich leckere Kohlrouladen von. Wann? Wenn ich sehe, wie schön die Ware da liegt, schöne Möhren oder so, dann frage ich nicht lange, wo kommen sie her oder so. Dann kaufe ich das einfach. Und die schmecken mir dann auch. Aber in unserem Alter darf man eigentlich alles essen. Ne? Kann man nicht mehr viel verkehrt machen. Bei Kassings kochen nicht selten drei Generationen zusammen. Die beiden Großmütter sehen die Sache mit den Pestiziden entspannt. Aber die nachfolgende Generation macht sich schon mal Sorgen. Auch um die Gesundheit der Kinder. Wir kaufen eigentlich einiges auch in Bio, aber auch nicht alles. Ja, es ist ein recht undurchsichtiges Thema, ne? Und ein umstrittenes Thema. Fest steht, die Inhaltsstoffe einzelner Pestizide können ab einer bestimmten Dosis Krebs erzeugen, das ungeborene Kind schädigen oder die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. All das sind bekannte mögliche Gefahren. Deshalb gibt es Grenzwerte für Pestizidrückstände. Regelmäßig untersuchen Behörden, ob diese Grenzwerte eingehalten werden. Die gute Nachricht, bei Obst und Gemüse aus Deutschland ist das meist der Fall. Oft aber finden sie Spuren verschiedener Pestizide. Solche Mischungen sind problematisch und deren Wirkung muss besser untersucht werden, fordert die Toxikologin Marieke Kolosser-Gehring gemeinsam mit anderen Forschern. Wir wissen eben aus einer ganzen Reihe von toxikologischen Untersuchungen, dass eine Kombination von Stoffen, die alleine keinen Effekt auslösen, in Kombination sehr wohl Effekte auslösen können. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat die Aufgabe, die Menschen vor gesundheitlichen Gefahren zu schützen. Diese Bundesbehörde schätzt die Gefahrenlage ganz anders ein. Die Wahrscheinlichkeit eines gesundheitlichen Risikos ist für Mehrfachrückstände nicht höher als das von Einzelrückständen. Das sind unsere gegenwärtigen Erkenntnisse, die wir in entsprechenden Forschungsprojekten versuchen, noch besser zu verifizieren. Also zu dieser Aussage wären mir keinerlei Daten bekannt, die das abdecken würden. Im Gegenteil, wir haben eben aus toxikologischen Studien eine ganze Reihe von Hinweisen, dass eben Stoffe, die zusammen im Körper sind, auch durchaus zusammenwirken können. Man sieht es dem schönen Obst und Gemüse nicht an, aber es könnte sein, dass sich die verschiedenen Pestizide in ihrer toxischen Wirkung verstärken. Noch ist das nicht im Detail verstanden. Deshalb raten Experten, dass dazu mehr Studien durchgeführt werden müssten. Wer wie Familie Kassing jetzt schon auf Nummer sicher gehen will, sollte Bio kaufen. Oder regionales Gemüse, das zur Jahreszeit passt. Das ist generell mit weniger Pestizidrückständen belastet. Was macht man eigentlich am besten mit Obst und Gemüse, bevor man es isst? Experten raten, das Obst erstmal unter Wasser gründlich abzuwaschen und dann noch einmal mit einem Tuch abzuwischen für die Rückstände, die nicht wasserlöslich sind. Alle Rückstände wird man so nicht erwischen, aber Untersuchungen zeigen, dass die offiziellen Grenzwerte in der Regel eingehalten werden. Außerdem sind diese Zeiten zum Glück auch vorbei. So würde ein Landwirt heute nicht mehr spritzen. Die Sicherheitsmaßnahmen sind natürlich deutlich strenger geworden. Unsere Landwirte können ohnehin ein Lied singen von ständig neuen Auflagen, die sie erfüllen müssen. Und die streng kontrollierte Ware, die liegt dann im Supermarkt neben Produkten aus dem Ausland, von denen wir nicht genau wissen, wie sie behandelt wurden. Und die trotz längerer Transportwege dann oft billiger sind. Wie kann man solche Herausforderungen angehen?
Technisch vielleicht? Die Forschung ist jedenfalls kreativ. Ich sag nur Unkrautroboter. Diese kleinen Pflänzchen haben keine Chance. Auch die Wurzeln werden sich vom thermischen Schock nicht erholen und absterben. Roboter, die Unkraut killen. In etwa so könnte die Zukunft der Landwirtschaft aussehen. Wissenschaftler der Uni Bonn haben diesen Prototypen entwickelt. Solche Roboter sollen eine Revolution auf dem Acker bewirken. Und das weltweit. Rund um die Uhr und an jedem Tag der Woche sollen Roboter die Anbauflächen auf Krankheiten oder Schädlingsbefall prüfen und Unkraut bekämpfen. Die Wissenschaftler sind jedenfalls von der künstlichen Intelligenz überzeugt. Ihr Ziel? Weltweit weniger Pestizide auf den Feldern. Wir stehen an der Stelle, dass wir jetzt Chemikalien drastisch reduzieren werden. Das ist ganz, und das wird passieren. Und für diesen einen Prozess der Unkrautkontrolle bin ich da total optimistisch, dass es auch passieren wird. Zuerst muss der Roboter aber lernen, wie er ein Unkraut von einer Nutzpflanze zuverlässig unterscheiden kann. Aber tausende Bilder von verschiedenen Unkräutern, Nutzpflanzen und deren Krankheiten verbessern das System nach und nach. Zusammenarbeiten sollen die Bodenroboter künftig mit Helfern in der Luft, Drohnen. Sie sollen den Landwirten von morgen ein umfassendes Bild von der aktuellen Situation auf dem Acker liefern. Anhand solcher Aufnahmen ist es dann möglich zu erkennen, wo es Probleme gibt. Welche Pflanzen Stress ausgesetzt sind, hier in Rot, zum Beispiel durch Trockenheit, eine Krankheit oder Schädlingsbefall. In Zukunft soll der Roboter diese Daten aus der Luft empfangen und sich aufmachen, um das Problem alleine zu lösen. Noch braucht der Prototyp jede Menge Hilfe, zum Beispiel um den Weg zum Acker überhaupt zu finden. Und noch geht es nur per Fernsteuerung. Und hier und da mit handfester Unterstützung der Forscher. Zukünftig soll er seinen Weg alleine finden und dann auf dem Feld zum Beispiel Unkräuter oder kranke Pflanzen erkennen und sie dann mit seinem Lasermodul unschädlich machen. Bis zur Marktreife dauert es aber noch. Gerade die Unkrautkontrolle, da werden wir in 2 bis 3 Jahren technisch soweit sein, dass das gut funktioniert und der Technologietransfer in die Praxis passieren kann. Parallel dazu wird es Entwicklungen geben, wie ist die Akzeptanz mit Landwirten, wie können solche Systeme in den Betrieb integriert werden. Die Landwirte der Zukunft werden sich also auch in Robotik weiterbilden müssen. Die brauchen viel mehr Kompetenzen in Digitalisierung und Technik, als das heute der Fall ist, mehr mathematischen Hintergrund. Und das versuchen wir im Augenblick jetzt aufs Gleis zu setzen, aber das ist sicherlich ein deutlicher Umbruch. Und solche Umbrüche dauern. Die groß angelegte Roboterrevolution auf dem Acker, sagen Experten, wird deshalb noch mindestens 10 Jahre dauern. Eine schöne Zukunftsmusik ist es ja. Was wir heute im Kleinen gesehen haben für unsere Landwirte in NRW, das gilt natürlich auch für den globalen Maßstab. Biobauern haben mehr Arbeit und weniger Erträge als konventionelle Bauern. Dabei wollen wir alle weniger Pestizide, auch die Landwirte. Das ist am Ende eine Frage des Geldes. Wir müssen dazu bereit sein, mehr zu zahlen für Pestizidalternativen. Und da ist auch politischer Wille gefragt, damit es sich eben nicht nur Gutverdiener leisten können, sondern alle Menschen. Danke, dass Sie heute wieder dabei waren und bis zum nächsten Mal bei Quarks. Tschüss.